Zum Schluss möchte ich ganz kurz mit Ihnen über Freundschaft sprechen. Viele werden sich noch erinnern, wir hatten mal einen Freund, einen Verbündeten namens Amerika. Das war, also ist schon lange her, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, vielleicht liegt es an den Russen, vielleicht liegt es an den russischen Trollen. Es ist ein bisschen tragisch. Die Amerikaner haben das Internet erfunden, aber die Russen beherrschen es. Ja? Und Putins Meisterstück heißt Donald Trump. Also ich bin mir sicher, ich wette beim russischen Patriarchen Kyrill dem Ersten, wette ich, Putin und Trump, die haben einen Deal. Das kann man riechen, wenn sich die beiden anschauen. Die Amerikaner sind im Begriff, sich vor der gesamten Welt lächerlich zu machen. Trump, ein unberechenbarer Trottel, der sich mit der gesamten Intelligenz der Welt angelegt hat. Bei seiner Antrittsrede hat Trump gesagt, die ganze Welt steckt in Schwierigkeiten. Dieses Wahlversprechen hat er längst eingelöst. Wir wachen jeden Morgen auf, aber der Alp-Trump hört nicht auf. Er will die Welt beherrschen, aber es reicht nur für 140 Zeichen auf Twitter. Ein Hochstapler, ein Lügner, ein krankhafter Lügner. America first. Von wegen America first. Der Trump, das ist der rassistischste, frauenfeindlichste Immobilienarsch, seit es aufgenähte Ponylappen auf gähnend leeren Stirnhöhlen gibt. So eine Scheißfrisur ist wirklich nur im Land der unbegrenzten Friseure möglich. Selbst Rudi Völler und Günter Netzer haben gesagt, so geht's eigentlich nicht. Die Trumps im Weißen Haus, liebe Freunde, das wäre so, als wenn im Bundeskanzleramt, wenn in Berlin die Geissens eingezogen wären. Und die Geissens sind nur doof. Ja? Die sind nur doof, aber nicht gefährlich. Also selbst Kim Jong-un, ja, der ja auch nicht mehr alle Kacheln an der Wand hängen hat, der hat ja neulich mal gesagt, bevor sie sich angefreundet haben, hat er gesagt, Donald Trump ist ein schwachsinniger, ein irrsinniger Greis. Und da habe ich einen Moment gedacht, dieser Kim Jong-un, der hat was drauf. Also, liebe Freunde, wir müssen das Problem heute Abend noch lösen. Wir müssen dieses Affenexperiment im Weißen Haus beenden. Und ich möchte es gerne hier in Bingen, möchte ich es tun. In der Nähe des Mäuseturms möchte ich diesen Käse zu Ende bringen. I am the king of fake news right here in the jungle house of cards. I am the president of the United States and now the story starts. Ich bin der König der Lügner, I am the only one. Niemand darf erfahren, dass ich eigentlich nix kann. Ich sehe ein bisschen strange aus mit meinem Ponylappen. Aber abends ist es sehr, sehr praktisch, ich kann sie gut hochklappen. Trump ist da, kein Spaß ist wirklich wahr. People wanna be like me, rich like me and they bomb me family. Trump ist da, good morning America. People wanna be like me, rich like me and the shadow on the hat looks like a pony. Ich komme aus Manhattan, aus einem Golden Tower. Den hab ich mal vor Jahren mit der Mafia gemauert. Mein biggest spender heißt Wladimir Putin. Er hat mir über Freunde sehr viel Geld geliehen. Ich wohne jetzt im White House mit meiner Frau Melania. Die hab ich von der Möbelmesse direkt aus Pennsylvania. Trump ist da, er ist so sonderbar. Er kann sich nur für 10 Minuten konzentrieren. Trump ist so ein Risiko. Die meisten Dinge wird er nie kapieren. Ich liebe alle Nigger, man darf sie nicht ermorden. Wenn es trotzdem mal passiert, dann kriegt der Sheriff einen Orden. Mein größtes Wahlversprechen war das Ende von Obamacare. Ist nichts draus geworden, interessiert mich auch nicht mehr. Ich wollte eine Mauer bauen gegen Mexiko. Sie wollten nicht bezahlen, es war eine gute Show. Eine kurze Zwischenfrage, Mr. Trump. Mein Name ist Fakey Fucker von der New York Fake Times. Wie läuft's denn so mit der Präsidentschaft? Oh, really great.
And a tweet tweet here and a tweet tweet there. Look at me, I do not care. And a tweet tweet here and a tweet tweet there. China, China, that's not fair. China darf nicht größer werden, das gibt es nicht bei mir. Dann mach ich einen Handelskrieg, auch wenn ich ihn verliere. Mein absolutes Steckenpferd ist Frieden Politics. Wenn ich nach North Korea schau, I will fuck this fat boy and pluck him his fucking rocket in his North Korean asshole. Sorry, I love him. He's a nice guy. Wenn der Mops mich provoziert, dann macht ein Weltkrieg Sinn. Aber nur wenn ich am Freitag wieder auf dem Golfplatz bin. Trump is back, hol ihm an das Grillbesteck. Canister Rovier, so hold we air, we need Americare. A tunnel too, oh yes you can. But if you lie, just say goodbye, bye. Ich bin der König im Affenland, please try to love me. Der allergrößte Luftballon in the American history. Ich sitz hier ganz alleine im Weißen Haus. Der Müller von der CIA, der schmeißt mich bald hier raus. Trump muss gehen, goodbye, auf Wiedersehen. Schmeißt ihn raus aus dem Weißen Haus. Hey, yeah. Trump muss gehen, goodbye, auf Wiedersehen. Schmeißt ihn raus aus dem Weißen Haus. God bless America and Donald. Donald, you're fired. Dankeschön. Vielen Dank.